Sorry, das ist jetzt... Ich brauche eine andere Stimme. Ich kann ja gar nicht genug danken, junger Mann. Was ist... Was ist dein Name? Mein Name ist Viktor Neff. Und wer bist du? Ich... Die Stimme war doch richtig. Ich bin Frank Morton. Oder ich war Frank Morton, also als ich noch gelebt habe. Bist du tot? Ja. Also rede ich mit einem Geist? Nein, du redest mit meinem, mit den Erinnerungen des meines Sohns an mich. Also, das ist der Vater, hahaha. ich lebe in ihm weiter, aber meine physische Form ist schon längst passé. Tja, ist dieser Ort real? Naja, es ist nicht wirklich ein reales, real existierender physischer Ort, das ist richtig. Aber es ist real in demselben Weg, wie Erinnerung und Ideen real sind. Es ist ein Konstrukt, eine, ja, ein Bestandteil der Vorstellung eines jemandem. Und genau so bin ich das auch. Tja, und wo bin ich jetzt? Ja, ich weiß auch nicht, wo wir sind. Dieser Ort verändert sich ständig. Du kommst nicht weit, wenn du mit geografischen Termini ankommst, an diesem Ort. Aber was ist das für ein Ort? Es ist die, es ist das Unterbewusstsein von Träumen. Meines Sohnes Traum, um genau zu sein. Deinem Sohn? Hab ich doch eben gesagt. Ja, Felix Morton. Hast du ihn getroffen? Ja, ich versuche ihn zu finden, aber das ist so ein Irrgarten. Ja, habe ich. Dieser perverse Freak. Natürlich habe ich das. Ich glaube nicht, dass ich das sagen sollte. Ja, natürlich habe ich ihn getroffen. Ich versuche ihn zu finden. Ich wünschte, ich könnte dir helfen damit, aber dieser Ort verändert sich ständig. Um einen Irrgarten in dem Unterbewusstsein von jemandem zu erzeugen, braucht es schon enorm viel Willenskraft. Wenn Felix hier drin ist und sich vor dir versteckt, dann glaube ich nicht, dass du in der Lage bist, ihn zu finden. Ich glaube nicht, dass er sich versteckt. Ich glaube, dass er irgendwie angegriffen wurde. In dem Fall wünsche ich dir sehr viel Glück dabei. Moment, aber wie finde ich jetzt Felix? Naja, er ist der Letzte in der Linie der Mortons. Also versuche zuletzt zu ihm zu gehen. Viel Glück, Mr. Neff. Okay. Also gehen wir mal ins erste Portal. So, das ist der Opa. Durch das Portal kommen wir zu... Nein, das war falsch. Also mal sehen, wir müssen erst zum Opa gehen. Nein, das war der Sohn. Wie komme ich denn zurück? Komme ich hier zurück? Ja, hier komme ich zurück. Okay, das ist er. Also ich muss jetzt erstmal zum Opa gehen. So, beim Opa bin ich jetzt. Das heißt, ich glaube, das Portal hier ist falsch, oder? Nein, das ist richtig. Und wo war der Neffe jetzt? Wo war der Sohn jetzt? Hier in die Mittlere? Ja, die Mittlere. Aber das funktioniert irgendwie nicht, oder? Tja... Ja, ja, ist zu klein. Ne, Moment. Kommen wir irgendwie... das ist jetzt gar nicht so einfach. Also mal sehen. Hier sind wir beim Opa. Vom Opa kommen wir, glaube ich, hier raus, oder? Nein. Beim Opa kommen wir durch die Mitte raus? Okay, gut. Durch die Mitte kommen wir raus. Also, gehen wir wieder rein. Jetzt sind wir beim Opa. Zum... Ne, Moment, wir sind wieder bei Neff. Och, Menno. Warum fangen wir denn immer bei ihm an? Oder sollte ich jetzt zuerst zum Sohn gehen und dann zum Opa? Nee. Okay, ich muss mir mal aufschreiben, wo die Türen hinführen, weil ich... mein Käsehirn hat schon wieder längst vergessen. Mal sehen. Zettel mal umdrehen. Sohn, Vater und Opa. So, mal sehen. Sohn. Das hier ist, Sohn.
Die erste Tür geht... Okay, die erste Tür ist also ein X. Die zweite Tür führt wohin? Die zweite Tür führt zum Opa. Opa? Und beim Opa... führt die dritte Tür zum Sohn. Mal sehen. Und die dritte Tür beim Sohn führt... zum Vater. So. Gucken wir mal beim Vater. Wo führt die erste Tür hin? Die führt zum Opa. So. Beim Opa, die erste Tür führt zum Vater. Mann, das muss jetzt für euch total spannend und langweilig sein. Gleichzeitig. Die mittlere Tür beim Vater führt zum Sohn. Und beim Sohn wissen wir ja schon, die dritte Tür führt zum Vater. Und die Tür führt nach draußen. X. Das heißt, beim Opa müsste auch die dritte Tür zum nach draußen führen. So, genau. Jetzt kommen wir durch die erste Tür. Das heißt, wir müssen zum Opa. Dann müssten wir vom Opa zum Vater. Und dann müssten wir vom Vater zum Sohn. Ja, hat irgendwie nicht geholfen. Gehen wir mal zum Opa. Da war ich noch nicht in der dritten Tür drin. In der hier. Beim Opa führt die dritte Tür zum Sohn? Hä? Okay. Ich gehe nochmal zum Opa. So, Opa. Gehen wir mal zur mittleren. Die mittlere führt gar nicht zum Sohn, hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Jetzt sind wir beim Sohn. Hier kommt man zum Opa. Ja, genau. Wenn ich beim Opa durch die dritte Tür gehe, komme ich zum Sohn zurück. Und durch die Tür komme ich zum Vater. Und quatschen wir einfach nochmal mit dem Vater. Ich kann dir gar nicht genug danken. Wie ist dein Name? Victor Neff. Wie finde ich Felix? Wer bist du? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ist dieser Ort real? Wie finde ich Felix? Er ist der Letzte in der Linie der Mortons. Also geh zu ihm als Letztes. Viel Glück, Mr. Neff. Toll. Super. Aber wie? Mäh. Ja. Diese Rätsel hier. Kann ich ihn mit dem... Ich habe keinen Hammer mehr. Kann ich ihn mit den Steinen bewerfen? Tja. Also mal sehen. Sohn. Hier ist Opa, hier ist Vater. Das heißt, zum Opa gehen. So, hier ist der Opa. Können wir mit dem vielleicht nochmal reden irgendwie? Also nochmal, genau, er hat nichts gesehen. Ich suche nach Felix Morton. Felix, was hat der denn getan? Bla bla bla, er ist mein Großvater. Bla bla bla. Das hatten wir auch alles. Physical Grandson, what do you know about him? Hast du ihn irgendwo gesehen? Ich schlafe und so weiter und so fort. Nein, es geht nicht um Geld. So, das mit dem Kloppen und so weiter. The correct order will lead you there. Order of what? That's all you get from me. Good luck, Mr. Neff. Schön. Also der andere sagt, ich soll vom Opa zum Jüngsten gehen. Das heißt, hier, Opa. So. Jetzt sind wir beim Opa. Jetzt gehen wir also zum Vater. Das müsste das Portal sein. So, das hier ist der Vater. Und vom Vater sollen wir jetzt zum Sohn gehen. Das müsste das Portal sein. So. Und vom...
Aha, Open Hatch. Da können wir auch noch was aufmachen. Okay, Examine Hatch. Aha. Fourth Plate, First, Second, Third, Fifth, Third und so weiter. Markierung. Da ist eine Kreidemarkierung an der schwarzen Wand. Sieht aus wie ein Auge. Hm. Versuchen wir es mal mit den Steinen. Hier so außenrum. Ah! Haha! Wer ist da? Mein Name ist Victor Neff, Sir. Und warum hast du mich in meinem Schlaf gestört? Es tut mir leid, Sir, aber ich versuche, jemanden zu finden. Sie wissen nicht zufällig, wo er ist oder was das für ein Ort ist? Na, ich sag dir was. Wenn du mir einen Gefallen tust, dann gebe ich dir die Antworten, die du suchst. Tja, du willst, dass ich was tue? Ja, ich glaube, meine Augen sind nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Ich kann nicht kaum sehen, Victor. Wenn du mir hilfst, wieder scharf zu sehen, dann beantworte ich deine Fragen. Deal? Ich glaube schon, ja. Du weißt, wo du mich findest, wenn du was wissen willst. Können wir die Brille jetzt irgendwie mit seinem Auge? Okay. Ah, wir können die Gläser rausnehmen. Haha. Tja. Er wirft das Glas, das Gestell wirft er jetzt weg. Dann packen wir ihm doch einfach mal ein paar Gläser in die Pupillen. Plopp. So. Ah, das ist schon besser, aber er kann uns immer noch nicht gut sehen. Na, dann nehmen wir halt mal das zweite Glas. Plopp. Ma, so siehst du also aus, Victor. Was ist das für eine merkwürdige Frisur, die du da trägst? Trägt man sowas heutzutage? Ich glaube schon. Die Dinge haben sich, seit ich gelebt habe, geändert. Aber danke, dass du mir geholfen hast, sehen zu können. Es fühlt sich so viel besser an. Wer bist du? Ich bin Elden Morton. Ich bin der Kopf der Morton-Familie. Zumindest war ich das mal. Du bist nicht länger Teil der Familie? Natürlich bin ich das, aber die Verantwortung als Kopf habe ich abgegeben an jüngere Generationen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Was ist das hier? Du bist in dem geteilten Unterbewusstsein. Ein Ort, dessen Existenz ich vor einer langen Zeit vorausgeahnt habe. Aber ich kann nicht exakt sagen, wann. Wo? Ich kenne mich mit dem Terrain nicht aus und es gibt nicht sehr viele Markierungen hier, an denen man sich orientieren könnte. Ist dieser Ort echt? Nein, es ist kein echter Ort. Es ist mehr so wie Platos Konzept von dem Ideenraum. Ich hoffe, ich habe das richtig übersetzt. Ich habe keine Ahnung, was Plato da sich so ausgedacht hat.